Herzlich willkommen bei Stunt Art, heute aus der Galerie Krinzinger in Wien. Hier wird bald die Einzelausstellung eines Mannes eröffnet, der gerne als Enfant terrible der Kunstszene bezeichnet wird: Jonathan Mese. Mese ist laut, provokant und verspielt. Und er fordert die totale Diktatur der Kunst. Gerade ist Mese besonders aktiv. Bald erscheint ein gemeinsames Techno-Album mit DJ Hell, ein Stück am Volkstheater feiert Premiere und in dieser Ausstellung verknüpft er die Figuren Lolita und Dr. Mabuse zur Mabusen-Lolita. Herr Mese, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Wunderbar. Erste Reise seit einem Jahr im Dienste der Kunst. Sie haben ja immer schon sich für Bösewichte sozusagen interessiert. Dr. Mabuse ist jetzt bekannt aus den 1920ern, aus den Filmen von Fritz Lang. Was macht denn Dr. Mabuse, der so ein alter Bösewicht ist, heute noch relevant? Warum gerade er? Dr. Mabuse ist ein Urböser und auch sehr psychologisch und auch mit menschlichen Schwächen. Und er wollte ja die Herrschaft des Verbrechens, wie ich die Herrschaft der Kunst will und wie Lolitas zum Beispiel die Herrschaft der Evolution sind. Also wenn man die Filme genauer betrachtet und auch die Bücher liest, dann merkt man, wie komplex dieser Böse ist. Der kann hypnotisieren, der ist auch ein Wahrsager, er ist der Realität immer einen Schritt voraus. Er hat viel mit Kunst zu tun. Nicht? Auch dieses Wahnsinnige, was sich dann entwickelt anhand dieser Figur, der Wahnsinn. Aber weil Sie den Wahnsinn angesprochen haben und das Genie, können Sie sich ein Genie ohne Wahnsinn vorstellen? Ist das was es überhaupt gibt, einen genialen Menschen, der nicht wahnsinnig ist? Nein, den gibt es nicht. Genie und Wahnsinn gehört zusammen, genauso wie Genie und Kind, genauso wie Profi und Kind oder Kunst und Kind. Also die Kunst ist immer eine Reise in die Kindheit und eben in das Phänomen und in die Tatsache, dass wir Kind bleiben müssen. Und auch jemand wie Dr. Mabuse ist ja ein Kind in dieser kindlichen Vorstellung der Weltherrschaft. Das ist ja was ganz Kindliches. Ja? Auch Dr. No und die anderen Bösen, die man kennt, Fantomas, ich will die Welt beherrschen und so. Und in der Kunst ist das ja auch alles super, aber nicht in der Realität, bitte. Und dafür haben wir diese Figuren, die das uns ja eigentlich abnehmen, die Aggressivität, das Wahnsinnige. So jemand wie Van Gogh war natürlich wahnsinnig, ich bin auch wahnsinnig, aber auch im positiven Sinne. Ich will was Neues, zu wollen, ist wahnsinnig, in einer Zeit, wo alle nur das Alte wollen. Ja? Also es ist wahnsinnig, eine tolle Zukunft zu wollen, wo die ganze Zeit Angst gemacht wird. Ja? Aber mein Wahnsinn ist zukünftig. Der Wahnsinn der Politik ist, in die Vergangenheit zurückzugehen. Das ist natürlich ein pathologisch dämlicher Wahnsinn. Und jedes Kind ist wahnsinnig. Sie wollen ihn vor allem in der Kunst lassen. Und Sie sagten gerade, aber nicht in der Realität. Wenn wir uns jetzt ansehen, ja, in letzter Zeit, kann man genauso sagen, so etwas wie ein Kapitolsturm oder überhaupt eine Präsidentschaft von jemandem wie Trump ist eigentlich Wahnsinn in der Realität. Hat es dann nicht schon die Fiktion der Kunst irgendwie überholt, diese Realität, in der wir leben, auch mit Pandemie und so weiter? Nein, noch lange nicht. Wir machen die Kunst gerade sehr klein, weil wir ihr Potenzial gar nicht mehr erkennen. Also die Kunst ist natürlich viel, viel, viel wahnsinniger als das, was gerade stattfindet. Also das ist Realität, was da stattfindet und deshalb auch so begrenzt und limitiert und auch so dämlich. Also die Straße ist nichts. Ne? Also wir müssen wieder die geilsten Filme drehen, wir müssen ganz Wien zu einem Gesamtkunstwerk machen, ganz Europa zu einem Gesamtkunstwerk machen, wie es Richard Wagner schon wollte, Ludwig II. Von Bayern. Ne? Ludwig II. Von Bayern bestimmt und definiert Deutschland bzw. Bayern. Dass sie das nicht peilen. Also die Politik bestimmt Bayern überhaupt nicht. Und auch hier in Österreich, Österreich wird von der Kunst bestimmt und definiert. Das ist das Einzige, was geht, weil das Einzige ist, was übrig bleibt. Von den politischen Machenschaften hier im Moment bleibt doch überhaupt nichts übrig. Das ist doch nur Zeitverschwendung. Also sich damit zu befassen ist doch, ja, dann befasst man sich halt mit irgendwas völlig Belanglosem, was eh keine Kraft hat. Kunst ist das, was auch Österreich, Deutschland, Europa definieren wird. Das ist das, was übrig bleibt. Wird oder definiert? Beides. Im Moment wollen die Politiker und die Religionssüchtigen nicht, dass Kunst
so wichtig ist, weil sie eine unfassbare Angst vor Kunst haben. Weil Kunst ist der härteste Feind der Politik. Das Härteste. Und das wissen die natürlich instinktiv. Die Politiker und auch die Religionssüchtigen wollen die Kunst immer möglichst dekorativ halten oder eben ganz abschaffen oder eliminieren. Sie wollen sie zum Hobby runterstilisieren oder zur Freizeitbeschäftigung. Aber das ist das Einzige, was übrig bleibt. Also Richard Wagner ist keine Freizeitbeschäftigung. Also wir können das Politische benutzen, um es auf der Bühne sarkastisch und ironisch zu bringen. Aber die Realität ist so lau, mau und schwach. Sie tut nur so, als wäre sie so stark, weil sie so eine Macht hat. Wir haben Leute auf den Straßen mit Judenstern jetzt wieder. Ich meine, dieses Gedankengut, diese Politik ist doch da, die bestimmt uns doch heute noch. Diese Realität gibt es ja. Ja, aber nur, weil wir die Kunst so schwach gemacht haben. Und wie machen wir sie stark? Indem wir sie als Chef anerkennen. Nicht? Aber da musst du eben die Politik gehen. Das ist ja nicht böse. Also man sagt einfach nur, eure Zeit ist over. Kunst ist ja der Gradmesser von dem, wie frei wir sind und weit wir sind. Deshalb darf es in der Kunst keine Zensur geben. Gar keine. Also wer Kunst zensiert, muss gehen. Der muss Politiker werden. Wer Kunst zensieren will, wird Politiker. Das ist automatisch. Das ist deren Berufsbild. Aber lehnt sich die Kunst Ihrer Meinung nach genug auf? Weil, so wie Sie es formulieren, sagen Sie ja, die Kunst wird klein gehalten. Ja. Ich meine, man könnte genauso sagen, Kunst kann man gar nicht klein halten, Kunst kommt immer raus. Wieso herrscht dann nicht schon längst die Diktatur der Kunst? Die Diktatur der Kunst herrscht ja da, wo momentan keine Politik und keine Religion ist. Also in diesem Raum herrscht schon die Diktatur der Kunst. Ja? Hier herrscht schon das Gesamtkunstwerk Wien, das Gesamtkunstwerk Österreich. Hier herrscht es schon, das muss ich nur ausdehnen. Und ich bin jetzt hier als Gast von Österreich und ich möchte, dass Österreich ein Gesamtkunstwerk wird. Das kann ich ja wohl noch verlangen. Also, ich meine, das ist doch nur wirklich, das kommt von Herzen. Also mit Herzblut verlange ich, dass Österreich ein Gesamtkunstwerk wird. Und dann Deutschland Gesamtkunstwerk und dann England und dann Japan. Und dann sind alle Länder Gesamtkunstwerke und dann ist die ganze Welt ein Gesamtkunstwerk. Bleiben wir mal kurz bei Österreich. Ja. Ja? Sie haben jetzt die Ausstellung hier, Sie verwirklichen gerade was am Volkstheater. Wir wissen ja nicht, wann es dann so weit ist. Aber das ist ja ein Stück, das schon in Dortmund war und das Sie jetzt überarbeitet haben, wenn ich das richtig behirnt habe. Wenn Sie dann in Österreich sind, arbeiten Sie die Stücke quasi österreichspezifisch um? Ich meine, wir haben ja auch ein paar große Bösewichte in unserer Geschichte. Beeinflusst Sie die österreichische Geschichte dann bei sowas oder ist das egal? Mich beeinflusst alles. Und ich lasse mich da voll fallen und gehe da voll rein. Und wir sind ja auch zu acht auf der Bühne. Und dann wird jeder seine Bösewichter, seine Dämonen auf die Bühne entlassen. Und mit denen werden wir dann spielen. Man muss ja mit den Dämonen spielen. Das verstehen die Leute immer nicht. Ne? Die Politiker sagen immer, du musst Angst haben. Nee, ich habe keine Angst vor Dämonen. Ich spiele die weg. Ich habe überhaupt keine Angst vor Hitler. Ne? Oder vor anderen, die so dämonisiert werden. Für mich ist das Spielzeug. Und ich habe immer das gemacht, was die Leute nicht wollten. Das macht mich total an. Es macht mich an, wenn mir jemand sagt, du darfst keine rote Farbe benutzen. Dann male ich sofort eine Serie rote Bilder. Oder du darfst Hitler nicht malen. Ja, aber richtig, dann male ich ja mal richtig. Und das finde ich auch sowas von lächerlich, dass auch Künstler das akzeptieren. Ne? Ja, aber mussten Sie nicht jemals irgendwelche Kompromisse eingehen, wenn es jetzt gerade um Hakenkreuze oder SS-Uniformen oder was auch immer geht, dass Sie dann schon irgendwann gesagt haben, na gut, dann schicken wir den halt nicht so auf die Bühne, weil es sonst einfach nicht umsetzbar ist. Also ich habe mich bisher noch nicht zensiert, nee. Also aber Sie wurden, also Sie, ich wurde zensiert. Sie denken, Bayreuth war ja Zensur, nicht? Ja, reine Zensur, das war Politik. Die hatten Angst, sie wollten mich nicht, aber das kam von ganz oben, von der Politik, das wurde entschieden. Heutzutage wäre es ja noch viel unmöglicher, ja, also das ist ja klar. Aber das ist noch nicht aller Tage Abend, also ich werde da irgendwann mal inszenieren, das ist ja klar. Das ist einfach, das ist ja, also das weiß auch jeder. Und wenn als Leiche. Also ich kann auch als Leiche, kann ich noch Bayreuth inszenieren. Die müssen also Sie wollen das unbedingt machen. Wagner ist Ihnen so wichtig, dass es muss passieren. Ja, ich muss es machen. Wagner hat befohlen, dass ich das mache.
Richard Wagner hat mich selber angerufen sozusagen, hat gesagt, Jonathan Mese, Sie müssen das machen, damit endlich wieder Freiheit herrscht hier in Bayreuth. Der würde doch kotzen, wenn er das sehen würde. Die hassen den da alle. Ja? Die können das auch nicht trennen, seine Person von der Kunstperson. Ne? Die Realität von der Kunst können die gar nicht trennen. Und das muss man ja. Ich muss ja das eine von dem anderen trennen können. Ne? Ich als Person werde auch irgendwann weg sein, aber dann ist ja die Kunst noch da. Trennen Sie eigentlich sich von der Kunstperson? Gibt es einen Jonathan Mese, der nicht so ist? Ja, klar. Ich halte das aber für nicht notwendig, das zu trennen. Das sollen lieber andere machen. Also das ist nicht so wichtig für mich. Für mein Leben ist es nicht wichtig. Bei mir verschmilzt das, aber es gibt eine totale Trennung. Na? Also ich mache ja viele Sachen nicht draußen, die ich hier drin aber machen würde. Also in der Kunst erlaube ich mir alles, in der Realität natürlich nicht. Ja, in der Realität da draußen bin ich eher unauffällig und versuche mich auch zu verstecken. Ne, weil ich kann das da draußen nicht ab. Für mich ist das da draußen ganz schrecklich. Das ist politikverseucht, religionsverseucht da draußen und die wollen mir Kraft nehmen. Und ich möchte halt, dass man mir größere Bühnen zur Verfügung stellt, damit ich das ausdehnen kann. Man muss so denken, das ist der Größenwahnsinn, der einen nach vorne bringt. Aber ich bin natürlich nicht größenwahnsinnig. Also das ist ja nur das ist ja sozusagen eine Abspaltung. Heute bin ich hier Dr. Mabuse, morgen bin ich Lolita. Übermorgen bin ich meine Mutter. Das ist ein Spiel. Das ist eine Verkleidung. Es ist ja auch erlaubt, dass ich jede Verkleidung annehme. Es soll ja angeblich nicht mehr erlaubt sein, bestimmte Sachen als Verkleidung zu benutzen. Ich darf angeblich mich nicht mehr als Indianer verkleiden. Ja, es gilt als nicht politisch korrekt. Ja, und das ist für mich absoluter Käse, weil ich fühle mich als Indianer. Hier also, drin oder da draußen? Da draußen auch. Ich fühle mich auch als Japaner, obwohl ich gar kein Japaner bin. Also will man mir das verbieten? Und wenn das jetzt aber jemanden einfach verletzt und beleidigt, das ist dann egal? Also wenn die Verletzung auf Kitsch beruht, also auf Zensurkitsch, dann muss ich sagen, das muss ich den Ball sofort zurückgeben und sagen, bitte lass dich therapieren. Also aber wenn es eine echte Verletzung ist, wenn es eine Gruppe ist, die sich echt verletzt fühlt. Ja, aber es ist ja antrainiert. Das ist ja ideologisch. Also jemandem zu verbieten, dass er sich als Indianer verkleidet, das ist ja ideologisch bedingt. Das kommt ja nicht von Herzen. Ich finde es halt schwierig, wenn die Menschen nichts mehr aushalten. Also früher schienen die Menschen etwas lockerer gewesen zu sein und mehr ausgehalten zu haben. Also wenn ich bestimmte Wörter schon nicht mehr aushalte, ja Mann, dann habe ich doch ein Problem. Also ich halte jedes Wort aus. Fast forward zu DJ Hell. Also Ihr Album mit DJ Hell ist ja quasi auch ein bisschen so eine Hommage an deutsch-amerikanische Freundschaft. Gibt es irgend so eine Art von konsequenter Fortsetzung von Wagner bis zur deutsch-amerikanischen Freundschaft? Ist das für Sie eine Linie oder sind das zwei völlig unzusammenhängende Dinge, die Sie einfach beide geil finden? Es ist für mich komplett das Gleiche. Es ist komplett das Gleiche. Inwiefern? Duff ist genauso stark, genauso wichtig wie Richard Wagner. Ja, es sind nur zwei oder drei oder vier, weil es war ja auch eine ursprünglich noch anders besetzte Gruppe. Aber die Art und Weise, wie die an Musik gehen, das ist gesamtkunstwerksfähig. Ne? Also wie der Gabi Delgado tanzt, das ist einfach himmlisch. Es gibt keinen besseren Tänzer weltweit gesehen. Also es gibt genau gleich gute Tänzer, wahrscheinlich im Ballett oder in anderen Bereichen oder Volkstänze oder in der Folklore oder so oder irische Volkstänze. Aber für mich ist das immer gleich. Also ich sehe auch keinen Unterschied zwischen Van Gogh, Balthus, Picasso, Leonardo da Vinci und mir. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Also es gibt 100 Punkte, die sind zu verteilen und da gibt es 100 Punkte für. Was macht denn so eine gute Kollaboration irgendwie für Sie aus? Also wann ist Zusammenarbeit mit Jonathan Mese möglich? Möglich ist es nur, wenn die Leute, mit denen man arbeitet, ihr eigenes Ding machen. Das ist für mich das Entscheidende. Ich kann nicht mit Leuten mehr arbeiten, die mir sozusagen die Zeit stehlen und wollen, dass ich ihr Ding mache. Ja, das machen viele, die kommen mit dieser Frage. Jonathan, wir würden gern was mit dir machen, aber die wollen dann meine Sachen machen oder ich soll ihre machen. Und das bringt nichts. Man muss etwas selber bringen und das muss man mischen mit dem, was dann der andere bringt. Und diese Menschen oder diese Wesen müssen hermetisch sein. Sie müssen selber schon loslegen, was machen wollen.
Nicht? Ich darf denen nicht mehr sagen müssen, was sie machen sollen. Ich bin kein Guru. Ja? Also in dem Moment, wo ja, jemand mitläuferisch kommt, kann ich damit nicht umgehen. Dann ist das für mich Zeitverschwendung. Ich muss sozusagen eine Person vor mir haben, die greifbar ist, die mich greifen kann. Und wir treffen uns auf hoher See, machen Abendessen und dann trennt man sich wieder und geht auf seine Inseln. Also ich bin kein Guru. Das ist ganz entscheidend. Ne? In den 70er, 80er Jahren gab es noch viele Gurus. Boys zum Beispiel waren Guru. Ich gar keiner. Ich halte diese Mitläufer nicht aus. Ich kann die nicht ab. Gab halt Leute, die haben die immer gezüchtet auch. Ich habe nie Klaköre gezüchtet. Das ist mir auch schlecht bekommen. Als ich vor Gericht stand zum Beispiel, waren nicht viele Menschen an meiner Seite. Aber das muss man dann eben mit wenigen Freunden durchziehen und aushalten, überleben. Kunst ist das Überleben, ja? Die Überlebensgarantie ist Kunst. Ich habe mich immer der Kunst anvertraut, wenn es schlimm wurde. Wir machen hier Schluss. Wir sind schon fertig. Geil. Herr Mese, herzlichen Dank. Danke für die Zeit. Schön, dass Sie hier sind. Danke, ich freue mich auch.